Es wird ja immer gesagt, irgendwann sind die Computer klüger als wir. Darüber wird immer gegrinst. Der Computer schafft es jetzt schon, sowas wie Briefträger oder Bankangestellte zu steuern. Also man muss immer nur Daten eingeben und dann sagt der Computer, mach das, leg das Paket da ab, da, der hat dieses Agreement geschlossen. In der Medizin macht er ganz gute Diagnosen, kann auch die Röntgenbilder interpretieren und so weiter. Und stellt sich so langsam heraus, dass so durchschnittliche Menschen, also die es nicht gut können, schon langsam schlechter sind als ein Computer. Also so ein Anfängerarzt mit so ein bisschen Berufspraxis ist in der Röntgenbildauswertung dann Computer schon unterlegen. Und das frisst einfach in den Berufen rein. Und wir müssen jetzt irgendwann anerkennen, dass sozusagen geringe Bildung nicht mehr hilft, weil der Computer schon diese geringe Bildung auch schon hat. Und deswegen predige ich ja immer, dass man so sich vorbereiten muss, ein Hochbildungsland zu werden. Und man muss irgendwie anerkennen, dass die einfache Arbeit von Computern selbst gemacht wird. Im Grunde richtig gut verdienen können nur Leute, die jetzt über ein Fähigkeitslevel haben, der nicht Routinetätigkeiten betrifft, die vom Computer übernommen werden. Und da sehe ich eine gewisse Spaltung der Welt. Also dass sich zu wenige Leute bemühen, quasi über dem Level des Computers zu bleiben. Und eine vernünftige Bildungspolitik wäre das noch, also sozusagen die Machtergreifung des Computers oder der Software noch ein paar Jahrzehnte hinauszuschieben.